den Minen der Buzzards bei Scarlet Blade, dem wundervollen MMO mit der tollen Aussicht. Hier sehen wir wieder das Wehrschaf, Winnowill. Hier haben wir Loretta, Huntrio. Guten Tag. Hi Heels. Das ist unser SK. Hallo. Und das Kleine hier bin ich. Lü. Mit den Öhrchen. Mit den Öhrchen, genau. Und was ihr da vorne sehen könnt, ist der Buzzards Vorarbeiter. Und das ist der Chef hier in der Mine. Der uns jetzt gleich niedermachen wird. Wahrscheinlich. Quatsch, ich häng den an. Mit meinem Zopf. Genau. Komm mal rein. Der hat 10.000 Hitpoints. Genau, mit einem Zopf, so wie bei Star Wars damals. Um seine Beine herum, ihn zu Fall bringen, dann kann man draufschlagen. Ja, stimmt. Oh komm, das will ich sehen. Lauf schon mal vor. Also bei dem würde ich darum bitten, ab und zu mal geheilt zu werden. Ach, auch noch Ansprüche stellen. Ich sogar einen Buff. Ja, sicher. Wir sind doch ein Team und so. Okay, ja, wollen wir? Okay. Jo. Gut. Hallo. Ja, super, ich verfehle erstmal. Ja, der Dino-Fehl kriegt die ganze Zeit Schaden. Warum das? Keine Ahnung. Gute Frage. Vielleicht sollte ich... Ich höre gerade Geräusche, aber irgendwie passiert bei mir nichts. Ah, jetzt. Oh, das geht doch. Ja, wir haben ihn doch gleich. Super. Hey, ho! Oh. Hey, ich glaube, da ist sogar was für High Heels. Ja. Gehört mir sogar nicht. Auf jeden Fall wieder eine Karte. Robodrink. Hier ist eine Aegis-Kanone, ich weiß nicht. Ja, anscheinend gehört die mir. Na gut. Hey, und jetzt können wir mit dem Konstrukt reden. Dann machen wir das doch mal. Ah, geheimnisvolles Konstrukt, okay. Ja. Also zickig ist die Alte ja überhaupt nicht. Ach, Moment. Ziel Buzzard Vorarbeiter, den haben wir gerade erledigt. Du, ich habe schon andere von deiner Art getroffen. Was machst du an einem Ort wie diesen? Halt, Sekunde, ich kann nicht mit... Ah, doch, okay. Jetzt geht's. Okay. Fertig? Beim Blick auf dieses Konstrukt bekommst du eine Gänsehaut. Was handelt die denn da? Zucken. Jagt es alles in den Himmel hoch, zünd die Bienchen und die Blümchen an. Oh Problem, die Mine ist vollgestopft mit Sprengstoff und brennbaren Chemikalien. Ein Funke würde reichen, um deine Arkane herum zum Einsturz zu bringen. In dem Moment, in dem du das Konstrukt die Arme hebt, holt deine Arkane aus und durchtrennt die Schnur seiner Halskette. Das Symbol auf dem Eingang leuchtet kurz auf und verlischt die Kreatur, sinkt bewusstlos in sich zusammen. Ui. Ja, damit. Okay. Dazwischen gab es noch anderen Text. Okay. Ja. Ja, eben, wollte ich gerade sagen. Bei mir nämlich auch. Ich hatte nur mal wieder Push to Talk vergessen. Du kannst aber. Bist du schon zu Ende mit dem Ding? Ansonsten habe ich hier den Zurück-Button, dann könnte ich das nochmal vorlesen. Ah, ja. Ja, bitte mach mal. Okay, Sekunde. Du, ich habe schon andere deiner Art getroffen. Was machst du an einem Ort wie diesem? Beim Blick auf dieses Konstrukt bekommst du eine Gänsehaut. Ihre Augen zucken hin und her, als würde sie nach etwas suchen. Das könnte ich dich auch fragen. Du hast meine jämmerlichen Schwestern gerettet oder sowas Dummes. Oh Mensch. Sie verharrt plötzlich, als wäre sie in Gedanken ganz woanders. Dann scheint sie durch dich hindurch zu sehen. Ich rede nicht mit Toten. Du bist nichts weiter als eine wandelnde Leiche, die nur darauf wartet, von den Buzzards abgenagt zu werden. Ich sehe dich dann in meinen Träumen wieder. Träume von aufgespießten Menschlein, die neben ihrer geliebten ausgeweideten Arkana aufgehängt werden. Wie kann es sein, dass du hier bist? Die ist ja echt krank, die Frau. In meinen blutroten Visionen kreisten die Buzzards um dich wie Aasvögel, aber sie sind nur Sklaven dieser Droge, die sie tief, tief, tief in die Erde trieb, sie zerdrückte wie fein gemahlenen Staub. Dumme, niedere Kreaturen. Dieses Konstrukt ist ganz anders als die, die du im Lager der Buzzards gesehen hast. Du hast ein schlechtes Gefühl bei der Sache. I have a bad feeling about this. Das ist die wahrscheinlich auch mit diesen komischen Träumen. Das kann gut sein, stimmt. Es geht noch weiter. Was soll ich nur tun mit diesem Ort, als ihn mit Feuer zu läutern? Ich hatte mich an diesen Ort gewöhnt. Diesen feuchten, kalten Ort. Was sie steht da drauf. Jag es alles in den Himmel hoch, zünd die Bienchen und die Blümchen an.
Oh, Problem, die Mine ist vollgestopft mit Sprengstoff und brennbaren Chemikalien. Ein Funke würde reichen, um sie und deine Arkane herum zum Einsturz zu bringen. In dem Moment, in dem das Konstrukt die Arme hebt, holt deine Arkane aus und durchtrennt die Schnur seiner Halskette. Das Symbol auf dem Anhänger leuchtet kurz auf und verlischt. Er kriegt bewusstlos in sich zusammen. Gut. Wow, es gibt aber 1000 X und 5 Silber. Ja. Und es ruft uns jemand an. Idle. Kann jemand von euch Idle vorlesen? Die habe ich nicht mehr, weil ich da schon dachte, von wegen, das wäre die, die ihr eben gerade vorgelesen habt. Deswegen hatte ich da weitergeklickt. Ich hätte nur die danach. So, Idle. Ist die verschüttete Mine frei? Gut. Schnapp dir deinen Enochia-Transmitter und schwing deinen hübschen Hintern her. Aber ja. Plötzlich. Ma'am, jawohl, ma'am. Habe ich aber noch eine. Ja, neue. Diese kleine Psychopathin hat fast die ganze Mine in die Luft gejagt. Ich hätte keine Ahnung, ob das funktionieren würde. Ich habe mich nur an etwas erinnert, was das andere Konstrukt Lali gesagt hatte. Ich konnte den Stecker nicht rausziehen. Also habe ich es einfach versucht. Diese komischen Anhänger müssen diese Konstrukte irgendwie mit Energie versorgen. Und das hast du gut gemacht. Wenn sie die Höhle zerstört hätte, wäre das ganze Tal unter einen Erdrutsch begraben worden. Langsam ergibt das alles Sinn. Diese Konstrukte und die du im Lager der Buzzards befreit hast, scheinen die ein Unterbewusstsein miteinander zu teilen. Wenn die anderen so sind wie diese, grausam und wahnsinnig, ist es kaum erstaunlich, dass diese armen Schwestern so gequält waren. Stell dir vor, für alle Ewigkeit deinen Geschwistern bei ihren grauenhaften Untaten zusehen zu müssen, und zwar in deinem eigenen Kopf. Wenn es überall auf der Welt solche Konstrukte gibt, könnten die Protectors sie als riesige Informationsnetzwerk nutzen. Deshalb sollten sie auch so viel über uns wissen. Diese Konstrukte waren keine Gefangenen, sondern unfreiwillige Spione. Ich hoffe, dass du mit Bike ein Motorrad meinst und kein Fahrrad. Was geht dich überhaupt an, worauf ich rumreite? Genau. Hallo! Die ist irgendwie neugierig. Ich hätte nur ein paar Hosen. Ja, genau. Ich hätte gerne mehr Klamotten, aber kein Bike. Was will ich mit einem Bike? Nehmen wir halt ein Fahrrad. Ja. Aber wir müssen uns jetzt, glaube ich, wirklich mit dem grünen Enochia-Transmitter zurück teleportieren. Ganz kurz, kann man mittlerweile eigentlich tauschen? Das ist eine gute Frage. Also ich habe hier noch diverses. Oh nee. 25! Bewerber müssen mindestens 25 sein. Wow. Naja, dann. Super, das sieht hier schon ziemlich merkwürdig aus, wenn man portet. Wie heißt das Ding? Enochia Transmitter, ja? Ja, ist so ein komisches grünes Ding. Aber keine Sorge, es ist nicht schleimig. Okay, Reise nach Enochia. Hey, und gibt gleich eine neue Quest. In der Hauptstadt angekommen. Ja. Ah, und wir sehen auch hier gleich im Norden ein Fragezeichen. Gut, wir haben ja hier erstmal eine Quest bekommen, die kann ich ja dann schon mal anklicken. Wo seid ihr denn überhaupt? In Enochia. Ja. Ich auch. Aber du hast wahrscheinlich ein anderes Enochia erwischt. Super, wie kommt man denn jetzt hier zueinander? Warte mal kurz oben. Bei mir steht Luderetta tot. Hä? Bei mir wirklich. Du kannst wohl oben neben den, oben rechts neben der Map steht Kanal 1 und Kanal 2. Ah, ja, ich bin in 1. Genau, wir sind in 2. Okay, dann wechsle ich mal. Ob du dadurch wieder ins Leben kommst? Ey, ich sehe schon mal wieder einen Lebensbalken. Ich sehe tote, nackte Menschen. Da seid ihr ja. So, wir wissen deine Tapferkeit und harte Arbeit wirklich zu schätzen. Oh, wie, das war's? Okay. Ja, nochmal ein paar hundert X. Scheint so, ja. Na gut. Hier kriegen wir jetzt ein Bike. Yay! Davidson. Endlich zum Reiten. Du kriegst nirgendwo bessere Bikes als bei mir. Du willst ein Bike? Dann bist du bei mir genau richtig, Arcana. Also spring drauf,
Lass dich drauf ein, wie es sich anfühlt. Das große hier ist doch bestimmt dein Ding. Und wenn nicht, dann gibt's ja noch mich. Wirklich? Du kannst deine großen Sachen gleich in der Hose behalten, Süßer. Ich bin nur für ein Bike hier. Okay, okay, ein Vorschlag. Hier, ich schenk dir noch ein Robo dazu als Entschuldigung. Der hilft dir auf deinen Missionen. Du musst nur einen Robo-Chip installieren, damit er besser funktioniert. Ich will nur, dass du dich an mich denkst, wenn das Bike zwischen deinen Beinchen vibriert. Und wenn du dich nachts streichelst. Ich meine natürlich den Robo, wenn du deinen Robo noch streichelst. Wow, da braucht man kein Pickup-Artist-Zeug mehr. Von dem Spiel kann man so viel lernen. Ja, ist toll, gell? Ja, also schenkt Jungfrauen ein Motorrad. Gut. Ari, so haben wir das denn jetzt auch alles? Ja. Jo. Hey, hast du mich vermisst? Sieht aus, als wärst du seit unserem tränenreichen Abschied gut klargekommen. Ich muss mit dir über etwas super Wichtiges reden. Nein, keine Narek. Puzzles natürlich. Ja, Puzzles, die sind so geil. Klicke auf L oder auf das Puzzle-Icon unten rechts auf dem Bildschirm, um das Puzzle-Interface aufzurufen. Wenn du levelst, kannst du verschiedene Teile jedes Puzzles aufdecken. Jedes Puzzle ergibt ein umwerfendes Bild einer so der schönsten, heißesten Arcana der Welt. Mich natürlich. Erstklassige Schönheiten, wie du sie noch nie gesehen. Kann es etwas Schöneres als mich geben? Wie Weihnachten, wenn der Weihnachtsmann die Invasion überlebt hat. Und es sind alles Mavericks. Du willst gar nicht wissen, wie die Pin-Ups der Protectors aussehen. Willst du schon? Natürlich will ich das wissen. So, dann klicken wir also erstmal L. Und ihr seht, hier ist dann so ein Puzzle. Okay, schön. Es kostet immer ein klein wenig Silber. Allerdings bekommt man auch einen Skillpunkt dafür, wenn man so ein Puzzle fertig macht. Ist das nicht schön? Ja, ich seh hier jetzt ein leeres Bild. Ich auch. Muss man das mit also, diesen Karten machen, oder? Ja, genau. Ach so, dafür sind die da. Mit den Karten nehmen. Bei mir sind es Felder mit Stufen drauf geschrieben. Mhm. Wenn ich draufklicke, kann ich für Geld diesen einen Button wegnehmen. Ja, aber dafür brauchst du wahrscheinlich wirklich diese Karten vorher, weil ich habe noch keine Karte. Nee, die Karten sind nochmal was Separates. Die Karten sind ein separates Spielchen. Also ich kann draufklicken, da passiert nichts. Also die Level 10 Teile. Unten rechts sehe ich ein Icon namens Leeren. Ich auch. Und schließen hätte ich. Und dieses Prämie, das ist ausgekraut. Ich mache jetzt mal doppelt so schön. Leeren. Das kostet ein Silber. Wird entfernt. Diesen Block entfernen, na klar. Ja, super, jetzt habe ich einen Teil vom Pass. Bitte, so deckt man das nämlich. Man muss auf Leeren. Naja, und unten links steht dann die Gebühr, die es kostet. Na super. Ja, das sind Peanuts. Das Schöne ist, man kriegt halt, wie gesagt, einen Skillpunkt, wenn man das fertig hat. Das ist halt ein Goodie. Und da sind wir dann alle drauf? Oh, wie schön. Ja, na, da sind viele, viele, viele drauf. Weil es gibt halt ganz, ganz viele davon. Seht ihr ja. Dann sollten wir uns auf jeden Fall absprechen, wer welche. Klick. Ja, gut. Was ist denn die nächste Quest? Wieder, Ariel. Warte, das Beste kommt erst noch. Für jedes Puzzle, das du vervollständigst, bekommst du eine Belohnung. Genau, du bist dafür belohnt, heiße Frauen anzustarren. Das Leben ist echt schwer, oder? Du fängst ja gleich an zu sabbern. Soll ich dich mal alleine lassen? Das ist mein Signal. Wundervoll. Okay. Wundervoll. Commander, ich habe dort hinten einen seltsamen Turm gesehen, auf den Hügeln hinter der Siedlung. Angeblich hört man dort nachts ein seltsames Brummen, als würden Tausende von Käfern im Inneren ihr Unwesen treiben. Sogar Arkaner halten sich davon fern. Ich bin aber trotzdem neugierig. Angeblich soll eine stygische Lebensform dort eine Bruchlandung hingelegt haben und nun den Turm bewohnen. Egal, ob das stimmt, die Siedler haben Angst. Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Na, Lust auf eine Bergwanderung? Ja, ja, Berge sind cool. Klar! Vor allem, da wir jetzt unser Motorrad haben. Dass wir jetzt so richtig schön reiten können. So sieht das übrigens aus. Flupp. Okay, ist das jetzt... Du bist ja ganz schön breitbeinig drauf. Ja. Brumm, 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 brumm. Und das Schöne ist, es ist kompatibel. Ist das schon ein Rad? Das ist ja geil. Und es ist kompatibel mit dem Auto-Routing.
Das ist cool. Oh, ich glaube, da wird hier schon einer ganz neidisch. Guck dir den Typen mal hier an, wie der anfängt zu sabbern. Ja, und wie wir dann das nächste Mal auf die schönen Berge wandern, das könnt ihr dann in der nächsten Folge sehen. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ja, tschüss. Ciao.